Hallo, ich bin die Sandra vom Pferdeinsider.com und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie kann ich nur noch eingeschränkt leistungsfähige Pferde wieder motivieren? Der junge Mann im Hintergrund ist, glaube ich, auch gerade nicht so motiviert, der ist gerade müde. Aber sonst beim Reiten macht es seine Sache sehr gut. Den habe ich gerade hier ein bisschen zum Sommertraining oder zur Sommerfrische sozusagen. Ja, ist ein ganz lieber. So, also, was mache ich aber, wenn ein Pferd nicht mehr wirklich motiviert ist, weil es zum Beispiel in jungen Jahren übertrainiert wurde? Ganz wichtig ist natürlich erstens, dass ich ein Pferd sozusagen immer wieder positiv bestärke. Ja? Die Pferde wollen natürlich im Endeffekt wirklich von uns sozusagen motiviert, gelobt, aber auch in ihrem Tun bestärkt werden. Ja? Das ist Pferden wirklich wichtig, denn das, was wir von ihnen verlangen, ist ja im Endeffekt unnatürlich. Kein Pferd wird von Natur aus wollen, dass ein Reiter auf seinem Rücken sitzt, dass es kleine Kreise läuft, ja, und dass es vielleicht auch noch zusätzlich unnatürlich gehalten wird. Ja? Ich will jetzt ein bisschen kuscheln, der kleine Mann. Aber wir können auch das Thema gemeinsam behandeln, ja. Im Endeffekt ist es also so, dass man wirklich auch jede kleinste Anforderung, die das Pferd gut und brav erfüllt, dass man diese Anforderung wirklich, zumindest mit einem verbalen oder stimmlichen Lob, dass man diese Anforderung wirklich sozusagen immer dem Pferd belohnt. Das muss nicht immer gleich mit Keksen sein, ja? Also weil viele Leute immer glauben, man muss jedem Pferd sofort ein Leckerli ins Maul schieben. Das ist nicht so. Wenn man mal ein Pferd für sich gewonnen hat, ja, wenn es freiwillig zu einem kommt und wenn es gerne an deiner Seite ist, ja, dann reicht es, wenn du einfach ein kurzes Brav sagst, ja, oder einfach einen kurzen Streichler an den Hals machst, auch beim Reiten. Da reichen schon oft so ein kleiner Kontakt mit den Fingerkuppen, mache ich oft, ja. Dann ist das sozusagen fürs Pferd meistens schon eine ausreichende Belohnung. Der nächste Punkt ist, dass ich natürlich gerade bei einem sauer gerittenen Pferd die Anforderungen erstmal zurückschraube. Das heißt, ich mache jetzt nicht gleich, keine Ahnung, eine S-Dressur, sondern ich mache erstmal Sachen, die ihm ein bisschen leichter fallen, ja, und die es vor allem auch gerne macht. Viele Pferde laufen zum Beispiel unheimlich gerne als Handpferde mit. Ja. Das ist eine Trainingsform, die ich seit, ich glaube, fast 20 Jahren ungefähr intensiv nutze, ja, um meine Pferde zu trainieren, um die jungen Pferde auch ans Gelände zu gewöhnen, um einfach auch ständig sozusagen Pferde in ihrer Motivation, in ihrem Leistungswillen, aber eben auch in ihrer Lauffreude bestärken kann. Ja? Also eine unheimlich einfache und auch tolle Sache, wie man Pferde richtig trainiert. Dazu habe ich übrigens auch einen wirklich umfassenden, wie ich glaube, echt sehr, sehr ansehenswerten Kurs gemacht auf Pferdeinsider.com. Und eben mit Trainingsformen, das muss jetzt nicht zwingend Handpferdereiten sein, aber das kann zum Beispiel auch mal Freispringen sein oder auch Freilaufen sein in einer kleinen Gruppe oder eben auch andere Sachen wie zum Beispiel Zirzensik, ja. Zirzensik oder auch generell so gymnastische Bodenarbeit ist eine unheimlich tolle Sache, wie man einfach Pferden in kleinen Schritten wirklich Lernen schmackhaft macht, ja, wie man sich für sich gewinnen kann, ja, und wie man sie tatsächlich auch langfristig einfach wieder top motiviert und zu einem echten Freizeitpartner machen kann, ja. Wenn Pferde mal sauer gemacht wurden, weil sie immer nur die gleichen Dressuraufgaben reiten mussten, weil sie tagtäglich einfach springen mussten, ja, dann ist es ganz wichtig, dass man einfach aus diesem normalen Trott rauskommt, dass man andere Sachen mit den Pferden macht, dass man sie vielleicht auch wirklich mal spazieren führt, dass man einfach versucht, den Pferden wirklich auch mal zu sagen, okay, wir machen immer nicht nur gleiche stupide Lektionen abfolgen, sondern wir machen Action, wir gehen raus ins Gelände, wir machen auch mal einen kleinen Sprung, ja, wir können gemeinsam einfach Spaß haben und dass man eben auch wirklich die Einheiten so aufbaut, dass die nicht zu lange sind, dass die Pferde Spaß dran haben, dass sie sich schon freuen, weil es abwechslungsreich ist, dass man in der Gruppe auch mal was macht, gemeinsam ausreiten geht und dass man einfach wirklich sich überlegt, welcher Typ ist mein Pferd und wie kann ich diesen Typ motivieren. Ja?
In vielen Seminaren auf Pferde Insider zeigen wir euch, wie ihr eure Pferde optimal motivieren könnt, wie ihr auch mal sozusagen neben der Lektion Pferde trainieren könnt. Denn wenn ihr zum Beispiel zirzensische Übungen macht, ja, dann stärkt es ganz toll die Hinterhand, es macht das Pferd elastischer, ja, und wie gesagt, es hat einen ganz, ganz großen psychischen Wert, weil einfach die Pferde dadurch motivierter sind und dadurch einfach auch wieder lernfähig und lernwillig werden. Das Wichtigste, was wir am Anfang brauchen, ist nicht ein hochtalentiertes Pferd, sondern einfach mal die Bereitschaft von dem Pferd, gerne mit uns zu arbeiten und gerne auch etwas zu lernen und Leistung mit uns gemeinsam zu vollbringen. In diesem Sinne, viel Spaß mit eurem Pferd im Training. Meldet euch unbedingt auch zum kostenlosen Newsletter an. Wir haben da immer wieder ganz tolle Themen, die euch mit Sicherheit weiterhelfen werden in eurem Pferdeverständnis, im Pferdetraining, aber auch in vielen Pferdegesundheitsaspekten. Ja, abonniert auch unseren kostenlosen YouTube-Kanal, so könnt ihr immer wieder kostenlose, tolle Inhalte, so wie dieses Video, erhalten und verpasst keine Infos mehr. Und beziehungsweise liked uns auch auf Facebook, denn da haben wir auch jeden Tag eigentlich tolle, kostenlose Sachen, damit ihr Pferde wirklich versteht. Bis bald, eure Sandra.